So, liebe Freunde, und da sind wir wieder bei Assassin's Creed Liberation auf der PS3. Hier haben wir Evelyn im, oder Aveline im letzten Teil verlassen. Und jetzt fangen wir erstmal an. Ich habe gesehen, hier ist wieder mal ein Aussichtspunkt. Achso, kann sie als Dame klettern? Garantiert nicht, oder? Mit dem Kleid. Wie soll man auch? Gut, dann halt nicht. Dann irgendwann später. Dann gehen wir erstmal hier in den Schuppen. Schauen, was ist denn das? Schon zweimal diesen Monat. Das Geschäft ist bereits schwer genug, ohne dass Lieferungen verschwinden. Eure Verärgerung ist nur verständlich, Monsieur. An eurer Stelle würde ich eine Untersuchung verlangen. Bitte lasst mich nachforschen. Ich spreche umgehend mit Monsieur de Saint-Maxon. Herzlichen Dank, Monsieur Blanc. Immerhin weiß ich, dass ich mich stets auf euch verlassen kann. Ja, dann folgen wir ihm mal. Wenn die zweimal nichts am Laufen haben. Nun rede ich um. Mensch. Man könnte direkt mal, er hat ein schlechtes Gewissen, weil er sich alle 5 Meter umdreht. Mann, ey. Geht ja mal richtig ein Stück. Bursche, die Fracht wurde von diesem Schiff gestohlen. Ich kann sie ebenso wenig wieder beschaffen wie du. Ja, Monsieur, das ist sehr beunruhigend. Nun, wozu würdet ihr denn raten? Ich weiß nur eins. Der Kerl war so dreist, sich zu kleiden wie ich und meine Unterschrift zu fälschen. Ist das vorstellbar? Nein, Monsieur. Vorstellungskraft war nie meine starke Seite. Wenn es keine Umstände macht, kann ich eure Bücher sehen? Meine Bücher? Da frag mal lieber den Kapitän. Ist die Crew bestechlich, ist der Kapitän nicht weniger korrupt. Mhm. Neue Schuhe für meinen Sohn. Mhm. Seid ihr der Kapitän dieses Schiffes? Sie. Kapitän Carlos Dominguez. Zu euren Diensten.
ich euch unter vier Augen sprechen, Kapitän? Wer bin ich, so ein reizendes Wesen abzuweisen? Kommt! Hier oben lang. Wärt ihr so freundlich, mir zu verraten, was mit der Fracht von Monsieur de Saint-Maxon geschah? Warum wollt ihr das wissen? Ach, sorgt euch nicht, mein Engel. Die Fracht hat ihren vorgesehenen Empfänger längst erreicht. Lasst mich euch einchecken. Und behauptet nicht, dass dies nicht der beste Madeira ist, der je über eure himmlischen Lippen kam. Wenn ihr darauf besteht, Kapitän? Oh ja. Ihr findet keinen besseren Wein in der ganzen neuen Welt. Ich bin entzückt. Wahrlich. Luder. Ja, wo ist sie denn? Sie brachten die Fracht in zwei Lagerhäuser. Na. Adler. Ach, das Adlerauge haben wir auch wieder. Na denn? L1 drücken, um Hinweis zu untersuchen. Hä? Was für ein Hinweis? Ah. Mhm. Na gut. Das heißt, hier muss ich rein und da vorne finden wir doch bestimmt auch eine Wache, die ich betören muss, soll, wie auch. Na, mein Hübscher, komm her. So, wie weit ist denn der Wegpunkt weg? Das sieht man natürlich auf der Karte nicht. Lalala. Oh. An den langen Wegen hat sich offenbar immer noch nichts geändert. Ah, noch 60 Meter. So. Ich bin unendlich dankbar für eure Hilfe, Mademoiselle de Grandpré. Aber wie habt ihr es... Ach,
Nicht wichtig. Nur bitte richtet eurem Vater aus, dass er für all den Ärger einen stattlichen Rabatt erwarten darf. Ja, ich bin mir geistert. So, hier wartet schon die nächste Mission. Der Schlüssel zum Problem herausfinden, wie die Gouverneursvilla infiltriert werden kann. Aha. Warum will ich denn in die Gouverneursvilla? Ihr müsst euch keine Sorgen machen, Monsieur. Die Fracht wird rechtzeitig ausgeliefert. Nun, ich nehme an, das verdanken wir St. Vinzenz. Oder vielleicht einem Schutzengel, Monsieur. Ah, Aveline. Sicher ist es nicht die Gesellschaft deines Vaters, die dich hier führt. Ich werde euch beiden eure Privatsphäre lassen. Aveline, die Dokumente, die du an Bord jenes Schiffes fandest. Ich kenne einen der Namen. Rafael Joaquin de Ferrer. Ein Feind von uns. Ich weiß nicht, was er damit zu tun hat, aber ganz sicher ist das mehr als einfacher Diebstahl. Wie kann ich helfen? Einer von Agathys Dienstboten sagte uns, er würde heute an einer Abendveranstaltung im Hause des Gouverneurs teilnehmen. Ich werde mein schönstes Kleid tragen. Oder weniger. Keine Angst, Gerald. Ich werde ihn ganz bestimmt entlarven. In der Zwischenzeit könntest du dich doch mit dem Anwesen des Gouverneurs anfreunden. Vielleicht findest du einen diskreten Nebeneingang? Keine Angst, Gerald. Ich bereite mich gut vor. Eine Sache noch. Da steht ein kleines Haus zum Verkauf neben der Gouverneursvilla. Es wäre eine ideale Umkleidekammer. Wenn es dir nichts ausmacht, es zu kaufen. Euer Wunsch ist mir Befehl, Monsieur Blanc. Aha. Eine Umkleidekammer erwerben. Na. Warum auch nicht? Oh, Verzeihung. Tut mir leid. Wer bist du? Salutation. Mademoiselle. Ja, dann renovieren wir mal. Renovieren wir mal unsere Umkleidekammer. Dafür gibt es sogar eine Trophäe. Voll geil. So, interagieren. Sklavin oder wahrscheinlich. So. Okay, durchs Haupttor geht's schon mal nicht. Welche Überraschung? Aha.
Hm, wer war denn er? Oh. Rum. Na, du hast ein bisschen getankt, wa? Denkt daran, diese Waren am Südeingang abzuliefern, gleich nach Sonnenuntergang. Hier, damit erhaltet ihr Zugang zur Küche. Lass mich raten, den Schlüssel muss ich stehlen. Nein! Och, verdammt. Ah. Das habe ich ja toll hingeferkelt. Idiot. Denkt daran, diese Waren am Südeingang abzuliefern. Gleich nach Sonnenuntergang. Hier. Damit erhaltet ihr Zugang zur Küche. Junge, ging aber fix jetzt. Mhm. Und er ist nur ein Schmuggler, sagst du? Kurzwaffen, Vorräte, Taschenuhren, Befehlchen, Taschenuhren. Munition, okay. Zuckerrohrmachete. Junge, Junge. Tja, danke, aber nee, davon brauche ich nichts. So, hier soll irgendwo ein Schatz sein. Jo. Ich war's nicht. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin und überhaupt? Ach da. Aber erstmal will ich den Aussichtspunkt. Da sind zwei Wachen, okay. Ach du Scheiße, da oben ist ja auch einer. So, was erwartet uns denn hier Schickes? Geld, 1500. Eieiei, das nehmen wir doch. Und da muss ich drauf, sagst du. So. Dann holen wir uns den Kartenabschnitt auch mal. Thank you.
Fum. Da zwei Boote in der Karte. Kann ich hier auch Kanu fahren oder was ist da? Was sind das für Dinger? Anscheinend, okay. Noch mal eine kleine Streicheleinheit. No, und hier ist jetzt die nächste Umkleide, sagst du, oder was wird das? Jo. Hier wird's. Gouverneur Dabadis, Dabadiers, Pläne durchkreuzen. Na gut, dann machen wir das mal. Die Villa als Dame oder Sklavin? Na, das ist jetzt die Frage. Als Sklavin kann ich klettern, als Dame wäre es wahrscheinlich einfach an den Wachen vorbeizukommen. Und ich glaube, als Sklavin... Gucken, ob ich hier hochkomme. Die Wachen sind weg. Schade eigentlich. Was ist mit dem Baum? Kann ich darüber? Ah, das geht auch noch. Wunderbar. Von der Wende abstoßen. Na, siehste. So, dann mal ran in die gute Stube. Wie gesagt, als Dame wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen. Kann ich den wohl betäuben? Anscheinend ja. So, kann ich den nicht weg? Dingens, weg, na. Sag. Wegschleifen, wegtragen. Na gut, dann nicht. So. Oh. Und gleich der nächste. Komm, leg dich schön zu deinem Kollegen. So. Oh yeah, Attentat von hinterer Ecke geht auch. Ist ja ein Traum. So, hier, die kommt auch noch weg. Tja, wie gesagt, nur dass man die
nicht wegschleifen kann. Das finde ich nicht so prickelnd, aber gut. So, und da ist das Büro, sagst du. Dann platzen wir doch mal rein. Nun, da die Spanier uns hörig sind, hat der Company Man endlich die Macht, unser wahres Ziel zu erfüllen. Und liefert ihr uns die Arbeiter, werden wir die Fehler von Santo Domingo hier sicher nicht wiederholen. Ich werde alles tun, um die Übergabe der Kolonie zu erleichtern. Eure Mission wird alle nötigen Arbeiter bekommen, sofern ihr euer Versprechen haltet. Arbeit ist ein knappes Gut zurzeit und ich muss im Amt bleiben als Gouverneur. Sollte unser Arrangement je entdeckt werden. Mein lieber Gouverneur, ich fürchte, die Verschwörungsluft steigt euch zu Kopf. Wir werden unser Versprechen halten, solange ihr euren Teil der Abmachung erfüllt. Alles ist unter Kontrolle. Ihr könnt auf mich zählen. Bueno. So gehe ich dann und widme mich eurer reizenden Soiree. Heute Nacht trinke ich auf das Ende der Bruderschaft. What? Yeah. Das hört ja gar nicht auf hier. So. Warum? Ihr wolltet das Wohlergehen unserer Kolonie einer Templerverschwörung opfern, Gouverneur. Ich sollte euch fragen, warum. Der Orden ist die Zukunft. Die Templer erhalten die Kolonie. Français. Die Templer lassen die Kolonie den Templern. Wozu braucht ihr für der Arbeiter? Verratet den Plan und tilgt eure Schuld. Ich weiß nichts über den Plan. Er verlangte nach Sklaven und Vagabunden. Die Aufsässigen und Rebellischen vor allem... Denen man einreden kann, in der neuen Kolonie seien sie keine Sklaven mehr? Ruht in Frieden, Gouverneur. So, das war unser erstes Attentat. Bisschen überrascht, aber naja. Le gouverneur est mort! Aux armes! Aux armes! Okay, die sehen mich hier oben nicht. Ah, wer sieht mich da? Wer ist das? Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. So. Oh, scheiße. Ich dachte, sie kann da rüberspringen, den Zaun. Dreck. Okay, ab aufs Dach. So, aber hier über die Bäume komme ich doch bestimmt hoffentlich darüber. So, dann ziehen wir uns doch erstmal um. Und zwar als Dame. Mal gucken, ob das schon reicht, um anonym zu werden. Nein, natürlich nicht. Okay, man muss wirklich aus dem Gebiet entkommen. Aber na gut. Das kriegen wir auch noch hin. Den Steckbrief nehmen wir noch mit hier.
So, und dann verschwinden wir aus dem Gebiet. So, erledigt. So, ja, damit sind wir am Ende von Teil 2 angekommen, würde ich sagen. Wir haben jetzt unser erstes Attentat hinter uns gebracht. Kam jetzt ein bisschen überraschend, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Aber gut, was soll's, wird ja wahrscheinlich so weitergehen. So, ich verabscheue mich. Würde mich freuen, wenn er beim nächsten Part wieder einschaltet. Und verbleibe mit den besten Grüßen. Tschüss.